Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal haben wir ein paar Collectibles gesammelt. Ja. Naja, dann muss ich das hier machen. Nee, du, darauf habe ich jetzt nicht so Bock. Das heißt, wir begeben uns da zum Lagerfeuer. Dann hier zu der Blume. Und dann zu dem Langhals. Und dann würde ich... Ich bin hier eigentlich schon... Na, wobei, nee. Mach das so rum und vielleicht finde ich dann hier auch noch ein Lagerfeuer. Warum sind hier zwei nebeneinander? Also so die Verteilung der Lagerfeuer finde ich manchmal schon ein bisschen sehr willkürlich. Moment mal. Muss man die Drähte durchschneiden, bevor man das entfernt? Na, das ist doch klar. Du sagst, wo ist mein Gerät? Aber ich verstehe nicht, warum ich es nicht einfach nehmen und abreißen kann. Hat er eben erklärt? Ich hab's nicht gehört. Ich glaube, ich hab's. So, danke. Jo, bitte, ne? Ja, komm, wir springen jetzt mal nicht stylisch hier die Klippe runter. Nehmen mal den normalen Weg die Straße lang. Komme ich hier durchs Wasser? Tatsächlich. Ey, da vorne ist ein Vogel. Das ist kein kleiner Vogel, das ist ein großer Vogel. Großer Vogel. Ja, komm runter. Ja, ja. Boah, der Gerät kann mich mal echt. Was ist das denn da vorne? Was ist das denn für ein Ding? Die sehen groß aus und das gefällt mir nicht. Als ob ich den Hasen nicht erwische. Da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich noch googeln. Okay, um die Nachricht muss ich mich später kümmern. Horizon Zero Dawn. Nicht Tatten, sondern Ratten. Ratte. Kleine Wildtiere. In Ruinen und Höhlen finden. Okay. Ruinen und Höhlen, alles klar. Wo ist eigentlich die nächste Quest, die ich eigentlich verfolgen wollte? Hier unten, ne? Ja. So, was bist du? Ein Trampler, achso. Ja, solange du mich nicht entdeckst, ist alles gut. Da oben haben wir Grauhabichte, auf die habe ich auch richtig Bock gerade. Okay, wisst ihr was? Ich bin ja gerade trotzdem hier in der Nähe. Und so wie es von der Map her aussieht, das ist glaube ich doch klüger, gerade erstmal hier in den Bau reinzugehen. Als mir hier jetzt einen abzubrechen und irgendwie versuchen da rumzukommen. Okay, jetzt bin ich hier oben. Bringt ihr das was? Kann ich da irgendwie rüberklettern oder so? Das sieht halt hart aus, als hätte es nichts gebracht, hier rüber zu klettern. Warum ist das dann da? Ich kann von hier oben aus nichts machen. Sind auch sonst keine Kletterpfade?
Einfach nur da zur allgemeinen Belustigung aller. Was haben wir da? Okay, wir haben hier Grauhabichte vor unserer Schnauze. Schon mal zwei Pfeile auflegen, falls. Ne, falls. Was war das denn für Quieken? Gut, aber wir sind ja dann auch gleich quasi in der Höhle. Das heißt, Hui. Kein Platz mehr. Liegt ja einfach Behemoth-Schrott rum. So, ich hau jetzt halt mal wirklich alle blauen Dinger raus hier. Da ist ein Lagerfeuer. Brutstätte Ruhe. Oh shit. Zack. Jetzt weiß ich, woran die mich erinnern. An die ziemlich Lampe von Pixar. Wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Vor der Lampe hatte ich früher übrigens furchtbar Angst. Was hat ihn da jetzt abgeschossen? Na ja gut, wobei es wird keine Ratte sein, ein Waschbär. Weil ich habe ja gerade vorgelesen, Ratten fliehen nicht. Finde einen Eingang. Gut, aber ja, da muss ich mir jetzt... Oh Gott! Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Tja, hätte mich gerade fast in den Abgrund gestürzt. Kann ich auch... Nö, ich kann nicht runterlaufen, ich kann mich nur abseilen. Hui! So, schön aufpassen, wo wir hintreten, weil es ist noch ein bisschen tief. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jahr. Ah, Turbine, was bist du? Lüfter. Okay, der Wächter ist aktiv. Alles klar. Ah, gut. Ich wäre wahrscheinlich nicht gestorben, wenn ich hier unten aufgeklatscht wäre, weil ich da ins Wasser gefallen wäre anscheinend. Ja, gut zu wissen. Ich leg mal zwei normale Pfeile auf. Wo ist denn der Wächter? Der war doch gerade hier irgendwo. Du nur Lüftung. Ah, der ist dahinter, okay. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hallo. Beschädigung einer... Okay.
ist gut für mich. Achso, ja, Draht kann ich nicht nehmen, alles klar. Wow. Okay. Nimm mal diesen Weg. Nee, geht nicht. Scheiße. Aloy, lass los, bitte. Ich mich gerade erschrocken. Okay, ich sehe und höre keine Maschinen. Wieder dieses Rauschen. Ich sehe und höre auch kein Rauschen. Okay. Ja, also für hier brauche ich ja jetzt nicht unbedingt meine starken Pfeile. Meinen Wächter zerlege ich, wenn ich ihm sicherlich 3 Pfeile von hinten in den Kopf knüppel. Ich glaube, einer von den starken Pfeilen würde nicht ausreichen. Das heißt, ich glaube, ich komme tatsächlich mit den billigen Pfeilen ein bisschen besser. Oder ist es ein Wächter? Nee. Oh oh. Was bist du? Ah, nein. Oh oh. Dann machen wir es halt so. Was war das hier? Ein Verwüster, genau. Ne, immer darauf achten, wo gerade irgendwas entdeckt wird. Könnte sonst böse ausgehen. Haha. Ich bin gut. Das wird zu schwer. Scheiß wird es. Siehst du, ich kann ja sogar klettern. Hallo? Danke. Okay, so sollte ich durchkommen. Okay, jetzt habe ich das da drüben aufgemacht, alles klar. Hier vorne sieht es mir noch nach was aus. Ah, eine Vorratskiste, eine blaue sogar. Durch die Strahlenschilde hier komme ich nicht durch. Alles klar.
Schade, schade. Fuck. Ich glaube tatsächlich, so ist es einfacher, statt ich da jetzt irgendwie mich verkünste, um irgendwo hinzukommen, mache ich das lieber auf dem Weg, den ich bereits kenne, wo ich bereits weiß, wie ich da lang komme. So, hier drüben darf ich mich fallen lassen, also hier. Ich weiß nicht, wie es da unten aussieht. Ah, hier muss ich mich fallen lassen, das ist nämlich der nächste Strahlenschild. Wie sieht es hier aus mit Klettern oder irgendwie durchkommen oder so? Ah. Nee. Hier bist du weit weg, das heißt, ich muss hier kurz fahren. Weiter. Boom, boom. Bum, 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 bada, bum. Drei Pfeile in den Hinterkopf, ne? Ja, guck mich mal an. Okay, ich brauche nicht mal meine dicken Pfeile für die. Das ist gut. Weil hier brauche ich einen Splitter zum Herstellen, hier brauche ich 10. Es hat schon einen Unterschied preislicher. Also ja, ich nage jetzt nicht am Hungertuch mit meinen 11.000 Splittern. Es geht mir ums Prinzip. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, wenn du jeden Müll mitnehmen musst, Aloy. Ah, Kacke. Okay. Ich dachte, ich hab jetzt, ich sterbe jetzt den Level-Tod. Weil ich hier nicht mehr rauskomme oder so. Wo geht's hier lang? Mein Questpunkt geht ja eigentlich woanders hin. Oder? Wie ist es nicht gerade hier hinten soll ich lang? Irgendwie? Nö. Ja gut, dann muss ich wohl die Tür hier durch. Aber hier oben ist noch was. Ja, hier ist eine Vorratskiste. Und hier ist noch was. Absolut kein Platz dafür. Und hier? Die Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch das Okay, ich habe unten die Tür aufgemacht und hier oben habe ich auch eine Tür. Das heißt, ich habe hier zwei Wege. Markiere mir erstmal ein paar Gegner. Scheiße.
hier hoch irgendwie? Nee, oder? The fuck? Was war das denn jetzt, Aloy? What the fuck? Das war halt nicht mal ansatzweise das, was ich gemacht habe. Also wirklich, ich habe nicht mal ansatzweise. Ich bin nicht mal ansatzweise nach vorne gegangen oder runter. Ich habe auch nur gezielt. Vielleicht noch den Schuss aufgeladen, aber ich habe nicht einen Angriff von oben befohlen, beziehungsweise sich droppen zu lassen. Also es sah ja aus wie ein Angriff von oben. Das habe ich nicht eingegeben. Die hätte sich also niemals nach vorne bewegen dürfen. Der Steuerung in Videospielen, die einen umbringt. Ne? Ich klage immer wieder darüber und zum Glück bin ich überlevelt für das Gebiet hier. Weil in den Frozen Wilds hat mich das Ding jetzt umgebracht. Gut, aber ich rede schon wieder zu viel. Wir sind nämlich durch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.